Yo, willkommen meine Freunde, willkommen, willkommen, willkommen bei Final Fantasy 15, einer neuen Aufnahmesession, nachdem wir jetzt hier das letzte Mal erfahren haben, traurigerweise, ne, dass Noctis Vater und Co. es nicht überlebt haben nach diesem fatalen Angriff, sind wir jetzt hier wieder angelangt in Hammerhead und erst einmal alleine. Und wir haben ja hier zum Beispiel ein paar Nebenaufträge bekommen, ein paar Nebenmissionen, und die möchte ich doch als nächstes gerne machen. Zum Beispiel Vermächtnis, Informationen in der Jägersiedlung sammeln, das könnten wir machen. Aber ich möchte mal gucken, war das jetzt die aktuelle Aufgabe? Genau, Vermächtnis angenommen. Das ist jetzt nichts mit einer Spezial- oder Nebenmission, weil die Nebenmissionen sind ja blau. Der aufstrebende Juwelier zum Beispiel, Noctis, erhält einen überraschenden Anruf von Dino, dem Reporter und Hauptjuwelier. Dino möchte ihn unbedingt sehen, mit Sicherheit will er nicht nur freundlich plauschen. Wir haben hier noch auch eine neue Motorklinge. Als Meistermechaniker wie er einer ist, kann Sid Maschinen so modifizieren, dass ihr wertvolles Potenzial entfalten. Wenn Noctis ihm ein verrostetes Metallstück besorgt, will Sid ihm die Motorklinge verbessern. Müssen wir mal gucken, wo wir die, ja, noch so ein verrostetes Metallstück herbekommen. Sollten wir aber irgendwo finden. Die Eillieferung. Taka sind die Garula-Filets. Genau, das möchte ich erstmal machen. Cursor steuern, zoomen, wählen, abgeschlossen. Müsste jetzt aktiv sein, oder? Ein Garula-Filet besorgen, dann müssen wir in diese Richtung laufen. Okay, das sind auch nur 2 Kilometer, das... Sollen wir das... wo ist denn das Garula-Filet? Das ist da hinten. Eieieiei. Nee, da möchte ich mit dem Auto fahren. Wo steht denn eigentlich unsere Karre? Da. Da steht unsere Karre. So, einsteigen in den Regalia, automatisches Fahren. Kann ich nicht manuell fahren jetzt? Lass dich von Ignis bis zum Zielort fahren. Na gut, dann halt so. Parkplatz, Aufkommen, Karte. Fahr uns erstmal bitte. Wie komme ich denn da hin eigentlich? Wenn da überall Straßensperren sind. Naja, wir können ja erstmal da hochfahren. Fahr mich erstmal bis... bis hierhin. So. So, dazwischen, da können wir ein bisschen was abernten und noch so einen Beutekoffer einsammeln. So, Verdeck geht auf. Wir sind wieder im Cabrio-Modus unterwegs. Die Stadt ist sicherlich abgeriegelt. Wie wird das da drin wohl zugehen? Keine Ahnung. Ich kann auch nur raten. Wir müssen uns selbst überzeugen. In der Tat. Fragt sich nur wann. Ich fass nicht, dass der Kristall weg ist. Die haben sich alles gekrallt. Und wir holen's zurück. Ja, es ist noch lange nicht vorbei. Noch lange nicht vorbei. Das hoffe ich natürlich für die beiden. Für die vier, nicht für die beiden. Es sind ein paar Autos, aber da können wir noch nichts abfahren. Und in 300 Meter sind wir wohl schon am Ziel. Da müsste jetzt auch gleich hier diese Farm auf der Map ersichtlich sein. Da ist er auch schon, ne? Da beim Baum ist diese Farm, aber wir halten mal hier an. Direkt dazwischen und da oben wollen wir noch diese eine Kiste einsammeln. So, halt mal an, Ignis. Sehr schön, vielen Dank. Gehen wir erst einmal, würde ich sagen, zu der Farm, zu dem Baum da oben. Grasen mal alles ab, was da liegt. Und dann... War das hier nicht die Gegend mit diesen Langhalsviechern, die wir schon mal platt gemacht hatten? Was ist denn da oben? Nein, das ist wieder so ein komisches Nashorn, Büffelviech, wie auch immer. Da, direkt um den Baum drumherum. Gucken wir mal, was hier war. Das habe ich nämlich nicht im Kopf. Leidender Pfeffer war das. Okay. Ja, können wir schon mal mitnehmen. Ich höre Magitech-Motoren. Was? Ach, da oben. Oh. Ach du Scheiße! Also dann. Ach, die kommen jetzt immer wieder, oder was? Das ist ja... Eieiei. Du führst, ich folge. So, Prompto. Bam! Ja.
Jawoll! Komischerweise funktioniert jetzt keine Combo im Moment. Ha, ausgewichen. Wow. Wow. Lass dich von nichts aufhalten. Denkst du mir den Rücken? Natürlich. So. Keiner verletzt, wie es scheint. Dann wollen wir mal weiter. Meine Güte, da kommen die jetzt auch ständig. Oder was? Das ist ja lästig. Na gut, aber wir haben nicht allzu viel Schaden davon getragen. Wir haben die einfach platt gemacht und gut, ne? Jetzt werden sie beleidigt sein. Oh Gott, die sind stark geworden. Oh Gott, der Königsbengel, der kann doch eigentlich gar nichts. Haben sie gedacht, wollten sie schnell festnehmen. Haben sie sich mit dem Falschen angelegt. Noctis, Gladio, Prompto und Ignis sind halt einfach stark geworden mittlerweile. Haben mittlerweile schon Stufe... Apropos Stufe! Leute, was ich mal gucken muss, wir haben ja Fähigkeitenpunkten. Ich muss mal gucken bei den Fertigkeiten. Guck mal, wir haben 119. Da müssten wir doch wieder was Neues verteilen. Team, was gibt's denn hier? Combo Boost. Verwandelt jede Combo in einen kritischen Treffer. Tödliche Attacke. Was gab's noch? Statuswerte. Erkundung. Gewährt für jeden gefangenen Fisch FP. Gewährt zusätzliche FP beim Zelten. Gewährt FP für das Zurücklegen bestimmter Distanzen im Regal. Ja, das ist auch interessant. Machen wir das mal. So, im Regalia. Gewährt EP für das Zurücklegen. Okay. Gewährt FP für das Zurücklegen bestimmter Distanzen vom Chocobo. Okay, das habe ich leider noch nicht. Gewährt FP für Siege in Chocobo-Rennen. Verlängert die Effektdauer von Gerichten beim Zelten. Erlaubt Prompto im Kampf fotografieren. Genau, das hatten wir ja schon. Gewährt für jeden gefangenen Fisch. Naja, Fische fangen ja nicht so oft. Beim Zelten. Ja, wenn dann eher das hier im Regal ja fahren. Aber das ist ja EP hier. Erkundung. Was gibt es hier noch? Wartemodus. Das ist drin von Teilen bei Warbangriffen. Flinker Analyst. Zeigt bei Analyse mit R1 Gegnerinfos schneller an. Ja, das war's schon, ne? Magie. Erhöht die Menge elementare Energie, die Noctis absorbieren kann. Verleiht jedem Synthesizer zusätzlich 10 Kraftpunkte. Ersetzt Leicheffekte niedriger Stufe. Das ist, klingt auch sehr genial. Die Noctis absorbieren kann. Was haben wir hier noch? Erhöht die Magie der Gefährten. Heilung können wir auch noch machen. Regeneriert rapide die LP, wenn Noctis noch einen Punkt warb. Das ist für alle. Erhöht die Verteidigung eines Gefährten, der aus einem kritischen Zustand gerettet wurde. Und erhöht die LP und MP-Regeneration zur Entdeckung. Kommandos. Ja, da hatten wir hier auch ein bisschen was gelernt. Füllt den Kommandobalken auf, wenn Noctis einen Gegner trifft. Könnten wir auch mal machen. Kampf. Verbraucht weniger MP. Ermöglicht mit Ausweichmanöver in der Luft. Ermöglicht eine Kombination. Ich weiß nicht. Eigentlich möchte ich gerne entweder Statuswerte. Das Anlegen von 2 Accessories. Zumindest für Noctis. Es kostet nur 16. Komm, das machen wir mal. So, was haben wir denn hier noch? Accessory Slot 3. Oh Gott, es kostet aber schon ewig viel. Erlaubt das Anlegen von 2 Accessories für Prompto. Das ist eigentlich ganz praktisch, ne? Ah, das mit der Erkundung gefällt mir auch. Gewährt FP für Siege in Chocobo-Rennen. Ich habe aber noch keinen Chocobo. Jeden Fisch. FP für Zeugen bestimmte Distanzen auf einem Chocobo. Vielleicht kriegen wir den aber bald. Damit ich es nicht vergesse, ich skill das jetzt schon mal, Leute. Mit dem Chocobo. Das sind EP. Gewährt zusätzliche FP beim Zelten. Vielleicht sollten wir dann mehr zelten. Gefangenen Fisch, das klingt eigentlich auch ganz gut, mache ich eigentlich auch mal. Wir sollten vielleicht mal mehr angeln. Gewährt EP, verdoppelt die Menge der Gegenstände, die geangelte Fische einbringen oder erbringen. Verlängert die Effekte auch von Gerichten beim Zelten. Gewährt FP für Siege in Chocobo-Rennen.
EP-Cowboy. Gewährt EP fürs Zurücklegen bestimmter Distanzen auf einem Chocobo. Gewährt zusätzliche FP beim Zelten. Das hier wäre noch ganz cool. Ich spare mir mal noch ein paar Sachen auf. Was ist denn bei Talente noch? Achso, das ist bloß das. Ja, das sollte dann ja passen. So, gehen wir jetzt mal die Box suchen. Wenn wir Regalia fahren, dafür noch FP verdienen, das wäre schon Hammer, ne? Deswegen, weil wir fahren ja immer mal hier lang, dahin und dorthin. Und da brauchen wir das einfach. Wo habe ich denn jetzt hier? Nanu? Wo ist denn hier das Item? Das Item. Wo? Ach, da. Qualitätsbaustein. Das klingt gerade fast so wie die Musik auf der Titanic oder sowas. Joe, oh, halt meine Hand. Oh, wir sind frei. Oh. Oh, ich kann nicht mehr. Ich bin erschöpft. Ignis, mach mir leckere Pommes. Oder auf was steht denn Noctis so? Was war denn das? Waren das nicht diese Fleischkeulen? Irgendwie sowas. So. Automatisches Fahren. Im Moment geht leider nur automatisch. Hier könnten wir nochmal anhalten. Da haben wir zum einen Farmen. Da haben wir aber eh einen Parkplatz. Karte. Genau. Hier. Für 10 Schilde direkt. Ja, warum nicht? Kriegen wir eigentlich auch FP für? Regis Lucis, Kaelum. Regis war der 113. König von Lucis. Er starb bei dem Angriff der Niflheimer auf Insomnia. Da er den magischen Wall und Insomnia mit seinen eigenen Kräften aufrechterhielt, alterte er unnatürlich schnell und brauchte schon in jungen Jahren einen Gehstock. Ach, der hat im Prinzip mit seinen Kräften den magischen Wall um Insomnia auferhalten. Ah, verstehe. Ah, da hat sich der Vater ganz schön was aufgelastet, Noctis. So, absorbieren wir hier mal ein bisschen was. Mal gucken, ob wir noch absorbieren können. Jawohl, hier schon. Okay, da haben wir aber die maximale Kapazität erreicht. Wie sieht's beim Eis aus? Und beim Feuer? Regenerieren die sich hier eigentlich auch wieder alle? Ah, das ist auch voll. Sorry, Gladio, war nicht meine Absicht, dich zu rammen. So, und hier haben wir noch das Feuerelement. Jawohl, davon können wir noch ein bisschen was aufnehmen. Zack. Sehr schön. Okay, da hinten hatten wir diese komischen Giraffen. Die könnten wir auch nochmal platzen. Was hatten wir denn noch? Wir hatten doch noch hier... Genau, wenn ich in diese Richtung schaue, haben wir noch eine Farm und in der anderen eigentlich auch. Sie müsste da hinten irgendwo sein. Da gehen wir nochmal fix hin. Nehmen wir natürlich mit, wenn wir schon mal da sind. Warum denn auch nicht? Warum denn auch nicht? So. So, was hatten wir hier eigentlich nochmal? Leidener Pfeffer wieder mal. Ja, vom Pfeffer haben wir bald ziemlich viel, ne? War da noch einer? Ah, tatsächlich. So, da könnten wir im Prinzip auch durch. Das würde mich mal interessieren. Kommen wir da vielleicht zum Questziel? Weil die Straße müsste ja eigentlich gesperrt sein. Kommen wir da vielleicht hin? Gehen wir hier lang, Leute. Was steht denn da? Achtung, wilde Bestien! Gebiet nur in Begleitung eines Jägers betreten. Meldatio Jägerzentrale. Ach. Glaube doch, wer will. Was sollen hier für wilde Bestien sein? Oh, da ist aber so ein Tunnel. Oh, 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 oh. Ich glaube, ich gehe erstmal wieder zurück. Nee, das hat da. Ich glaube, ich würde mich jetzt umbringen hier, oder? Ich habe irgendwie Schiss, da reinzugehen. Ich bin ein elendiger Schisser, ich weiß. Wir können auch mal die Magie ausprobieren, die wir haben.
Ja, wir haben ja schöne Feuerra-Zauber und Blitzra. Und das sogar im Doppelpack. Weil wir Duae-Zauber haben. Wie ist der? Ars Duae. Blitzra-Feuerra. So, ich nehme aber lieber wieder meine Waffe. So. Dann nehmen wir mal da hinten noch die Plantage mit. Ich glaube, die war direkt bei den Giraffendingern. Bums da. Ah, die war natürlich genau da. Wow-Angriff. So, dann muss ich hier eine stärkere Waffe nehmen. Wow. So, Gladio, zeig mal, was du kannst. Jawohl. Ach, konnte ich nicht kontern, verdammt. Das riecht nach Ärger. Hoffe, geht das gut. Wieso kommen jetzt wieder welche? Bisschen Angak-Anka-Fleisch oder was da gerade stand, haben wir noch bekommen. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Leidener Pfeffer nochmal. So, sollten wir aber auch mehr mit Ignis kochen. Wenn wir das immer schön nutzen wollen. Wollen wir mal mit dem Regal hier davor fahren? Ist das wirklich gesperrt? Wieso kann ich eigentlich nicht manuell fahren? So. Steigen wir einfach mal in die Karre ein. Mal gucken. Nee, manuell fahren geht im Moment nicht. Karte. Das geht nicht. Bis dahin. Na gut, aber wir können zumindest bis davor fahren. Mal 172 Meter.